Da muss jetzt ein Banger dabei sein. Ich predikte Titanium White Octane. Meine Prediction. Du bist auf der Suche nach günstigen Rocket League Autos, Items oder Credits, dann schau jetzt unbedingt mal in die Videobeschreibung. Dort findest du den Link zu meinem Partner Rocket League Exchange. Dort gibt es die günstigsten Preise und mit meinem Code REAPERS sparst du auch nochmal 3%. Trage jetzt meinen Creator-Code bei REAPERSYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Wir haben uns lange kein Video mehr von den besten Trade-Ups angeschaut, daher wird es jetzt heute mal wieder Zeit. Lasst unbedingt ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, natürlich wieder von Compilation Clips, ja, die machen einfach dazu die besten Videos, gerne mal auschecken, dort auch ein Abo da lassen, ja, damit die auf jeden Fall auch langsam mal über die 130.000 Abos hinausschießen, haben die einfach auch schon geknackt, ist echt der Wahnsinn, ist Folge 127 hier heute, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, schreibt mal in die Kommentare, was euer bestes Trade-Up war, ja, welches Item ihr bekommen habt und ich würde sagen, wir legen los. Das Gute alte Compilation Clips Intro. Und ich bin gespannt, womit es hier startet. Es gibt wieder 10 Plätze und das erste Item ist ein Import-Item. Oh mein Gott, direkt einfach zum Starten. Grauer Octane, sehr, sehr geil. Ist hier mit seinen Kollegen auf dem Discord. Das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich nice, ne? Also so ein grauer Octane einfach mal so bekommen. Also ist nice. Es muss auch mal auf meinem Kanal wieder ein Trade-Up-Video geben. Ich habe einige Items am Start. Wir müssen mal wieder Trade-Up. So, der nächste. Bekommt auch wieder ein Octane. Diesmal aber ein Safran-Gelb. Ja, ist in Ordnung. Safran-Gelb ist halt immer so eine Sache, ne? Ist in Ordnung, Safran-Gelb. So, Platz Nummer 8, Noble Warrior. Oh mein Gott, oh, schön. Oh, sehr, sehr geil. Der Standard-Boost in Sky Blue. Himmelblau ist in Ordnung. Aber schwarz ist natürlich der geilste Standard-Boost. Sehr, sehr geil. So, Platz Nummer 7. It is Juice. Ja, wird ein exotisches Item und... Hypnotic in Schwarz. Platz 6. Es geht hier wirklich Rambazamba. Einer nach dem anderen. Und was war denn das für ein Item? Ich habe es gar nicht gesehen. Oh, okay. Passt natürlich gut zu seinem Auto. Ich weiß gar nicht, was für ein Auto er da hat. Platz 5 direkt hinterher. Er hat schon Standard-Boost in Schwarz und Weiß sogar. Crazy. Und er hat Titan-Weiß Noctane. Und warum... Ah, okay, nee, er macht einen Black Market Trade-Up. Cool. Boah, schön. Drachenduell, sehr, sehr geil. Leider nicht painted. Oh, das muss was Krasses sein. Platz 4. Oh, schön. Boah, geil. Ein Octane in painted habe ich noch nie gezogen. Wäre natürlich auch mal ein Träumchen. Ja, einen wunderschönen painted Octane zu ziehen. Also ganz ehrlich, Pickepixel ist in jedem Video mit dabei. In jedem Video. Das ist krass. Das ist echt krass. Oh, Sub-Zero in Pink. Der hat aber auch echt so viel Glück, ne? Bei seinen Trade-Ups. Das ist echt nicht mehr normal. Das ist krass. Also wie viel Glück der Typ hat. Heftig. So, wir sind bei Platz Nummer 1. Da muss jetzt ein Banger dabei sein. Ich predikte Titanium White Octane. Meine Prediction. Octane? Ja, let's go. Oh mein Gott. Das ist crazy. Nice, Mann. Meine Prediction war richtig. Geil. Feier ich. An der Stelle war es das sogar schon wieder mit dem heutigen Video. Ja, die besten Trade-Ups heute mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, was so euer bestes Item war, was ihr aus dem Trade-Up bekommen habt. Und ich muss auf jeden Fall auch demnächst mal ein Trade-Up-Video wieder machen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Bareapers. Ciao, ciao.